Ich hatte schon einen Detonator vorbereitet, für alle Fälle. Ich kann ihn jetzt wohl abschalten. Solange ich in der Nähe bin, lasst ihr eure Waffen ruhen. Klar? Richtig. Weil ihr der einzige Schutz seid, den ich brauche. Glaubt ihr, ich bleibe zum Spaß auf diesem Planeten? Oder dass es mir gefällt, mit Imperialen zu arbeiten? Ich habe mir vorgenommen, die Geisterzelle auszuschalten. Aber das heißt nicht, dass ihr mich wie Dreck behandeln könnt. Junge, ich glaub, die will aufs Maul. Schöne Grüße hier aus Star Wars The Old Republic von mir, dem Ameisenkönig. Wir sind immer noch mit Mia Hawks hier. Nee, Hawkins hieß sie ja. Genau, da steht's. Zugange auf Tatooine, um die Geisterzelle mit ihrer Hilfe auszuschalten, die irgendwie auch mit der Terroristenzelle des Adlers zusammenarbeitet. Und sie soll mit ihrem, auf ihren Ton achten. Fräulein. Wollen wir zusammenarbeiten oder uns streiten? Richtig. Erledigen wir die Arbeit. Ich hatte euch doch gesagt, dass ich Drachenauge aufgespürt habe. Eure Falle hat direkt zum Lieferanten der Terroristen geführt. Ein echt mieser Typ namens Milos Warter. Er arbeitet für das örtliche Verbrechersyndikat. Eine Gruppe namens The Exchange. Kriminelle, meine Favoriten. Ist eine Weile her, dass ich mit der Unterwelt zu tun hatte. Ich bin aus der Übung. Ich weiß nicht viel über sie. Die Exchange machen in Spice, Glücksspiel, Erpressung. Gebrochene Knochen und gesprengte Gleiter. Keine große Überraschung, dass ihr Typ mit der Geisterzelle in Verbindung steht. Milos muss Versorgungsgüter über Mos Eila bekommen und sie ins Dorf schicken. Heißt eigentlich Mos Eila, oder? Ich glaube schon. Vielleicht erwartet er mich. Nach der Kantine hat Milos vielleicht Attentäter vorbereitet. Oder er ist tot. Ich glaube nicht, dass die Zelle schon weiß, was hier vor sich geht. Bestimmt genießt er den Schutz der Exchange. Aber sein Haus ist nicht weit entfernt. Danach können wir uns wieder hier treffen. Oh, sehr gut. Okay. Dann haben wir hier einmal mittelschwere Rüstung. Das wäre was für mich, oder? Ja, das... Nee, das ist was für Kalio. Nee. Nee. Das ist für mich mittelschwer. Was laber ich? Mittelschwer habe ich ja hier. 80 Rüstung mehr. Boah, geil. Bei Kalio wäre es auch 80 Rüstung mehr ungefähr. Oh Mann, okay. Auf List muss ich gehen, also 23 List, ja. Sehr gut. Ich glaube, 80 Rüstung können wir schon mal wieder ein Rüstungsteil uns gönnen, anstatt der Planetenauszeichnung. Cool. Und Levelaufstieg noch besser. So, was haben wir wieder für neue Fähigkeiten, die wir machen können? Sektor Ranger. Impulsdeckung stößt das Ziel zusätzliche 2 Meter zurück, reduziert zusätzlich die Aktivierungszeit für Orbitalschlag um 1 Sekunde. Orbitalschlag? Was ist das denn? Oh, ich muss mal wieder zum Fähigkeiten-Typen, der mir die Fähigkeiten beibringt. Fällt mir auch gerade ein. Erhöht ihre Energieregenerationsrate um 1 pro Sekunde, solange ich in Deckung bin. Okay, das hört sich aber geil an. Orbitalschlag irgendwie besser. Orbitalschlag ist auch die Fähigkeit vom imperialen Agenten. So einen Ausbilder haben wir leider nicht hier in der Nähe. Das ist natürlich sehr scheiße. Dafür müssen wir erstmal schauen, wo wir hin müssen. Wir müssen jetzt hier... Ah, Milos Vartas Anwesen, der Drachenschwanz. Ist jetzt hier sogar direkt um die Ecke. Ja, Tatooine ist hoffentlich erstmal bald vorbei, aber eigentlich hat es jetzt gerade erst begonnen, wenn man mal die Karte so studiert. Ich meine, wir sind jetzt hier schon nicht lange, aber wir haben schon ordentlich was gemacht, denke ich mal. Deswegen weiß ich nicht ganz genau, ob die Planeten sich auch in der imperialen Agentenquest von der Spielzeit bzw. der Missionsdichte, der Klassenmissionsdichte, hier unterscheidet von anderen. Oh, das sind wirklich Exchange-Leute hier. Bin schon da. Oh ja, sehr gut. Ich soll kämpfen. Die Olle ist weg. Der ist gleich auch weg. Und kassier, Junge. Alter, versteh dich mal. Ich mach mal den jetzt hier platt. Hey, verblute hier. Jawohl. So. Ja, ist gut. Wo ist hier noch einer? Ach, da oben. Den hab ich gar nicht gesehen. Oh, wir kriegen ja noch sogar eine Bonusmission, sage ich, Bonus-Sachen dazu. Ich denke mal, nach diesen Anwesen-Dingens hier werde ich mal dann wieder zum, nach Mos Eila fliegen. Nicht fliegen, aber dort kurz schauen. Ja, da ist ein Ausbilder, scheiße. Ob der uns neue Fähigkeiten beibringt, aber dann auch offscreen, denke ich mal. So, eben hier erholen. So, und jetzt? Ja, jetzt geht's, alles klar. So. Wo ist er hin? Wir müssen jetzt hier nach oben rein, aber die restlichen würde ich dann doch schon ausschalten. 5 Stück brauchen wir nur noch.
Ja, ist okay. Kann ich hier postieren. Kassier! Das ist ja so geil, da jemand mit drei Schüssen die komplett lahmlege, die Ollen. Feuerschutz mache ich nochmal aus Spaß. Das hier ist auch ein silberner, den sollten wir uns nicht die ganze Zeit antun, diese silbernen. Am besten eher auf die kleineren. Da zum Beispiel ein Schocker-Droide, eine Drohne. Kassier! Weg damit! Habe ich keine Energie mehr? Oh, ich habe gar keine Energie mehr, fällt mir gerade auf. Jawohl, so. Hätten wir auch noch die Bonusmission fertig. Sehr geil. Vielleicht sollte ich auch mal hier wieder einen Erfahrungsschub aktivieren, nur zur Sicherheit. Damit wir auch alle Erfahrungspunkte hier sammeln können, die es einzusammeln gilt. So, ich muss hier irgendwie rein, aber irgendwie ist hier nicht der Eingang. Wo ist der Eingang? Oh, der sieht mich nicht, der sieht mich nicht, der sieht mich nicht, der sieht mich nicht. Na, verdammt. So ein Assi. Von hier hin. So, Entdeckung. Naja, geht natürlich nicht immer. Versteckt bleiben. Dazu hätte ich die andere Klasse wählen müssen. Also die andere Spezialisierung. Junge! Neue Spinne. Ja, Kalio braucht unbedingt neue Ausrüstung. Ich sehe schon die ganze Zeit. So, alles klar. Wollen wir jetzt hier reingehen? Hallo! Ich habe niemanden gehört, sonst rufen mich die Wachen immer. Habt ihr einen Termin? Mein Mann ist geschäftlich außer Hause, aber er wird bald zurück sein. Pech für euch. Wenn Milosch hier gewesen wäre, hätte ich euch vielleicht in Ruhe gelassen. Aber so... Was habt ihr vor? Wo sind meine Wachen? Bitte, bitte nicht. Was immer ihr wollt. Tja... ich nehme euch als Geisel. Sehr geil. Wenn ihr nicht kooperiert, müsst ihr sterben. Los, in die Ecke und runter auf die Knie. Geiler Scheiß. Ich tue alles, was ihr sagt. Aber ihr macht da einen Fehler. Dann warten wir mal besser auf Milosch. Ich sehe mich so lange in der Küche um. Isbeth, ich bin zurück. Ihr, was habt ihr getan? Wie könnt ihr es wagen, in mein Haus einzudringen? Tja, es war nicht besonders schwer. Ehrlich gesagt, glaube ich, dass ihr eure Wachen zu gut bezahlt. Obwohl das wohl kaum noch Bedeutung hat. Wie meint er das? Was geht hier vor? Sei still! Bleib einfach ganz ruhig! Ihr wart es! Ihr habt die Fragen gestellt! Man hat mir versprochen, dass ihr nicht überleben würdet! Tja, eure Freunde haben versagt. Die Geisterzelle hat versucht, mich umzubringen. Das hat aber nicht funktioniert. Damit habe ich nichts zu tun. Sie beobachten alles. Sie entscheiden selbst, was zu tun ist. Die Geisterzelle kam auf mich zu. Sie boten der Exchange Schutz und Attentate an, im Austausch für das, was sie brauchten. Was sollte ich denn sagen? Die sind viel schlimmer als wir. Und ihr denkt, ich würde mich vor euch fürchten? Tja, ich brauche mehr als das. Auch ich tue schreckliche Dinge, Milosch. Sagt mir, wo die Zelle sich versteckt. Ich kann es euch sagen. Bitte. Ich packe alles ein, was sie brauchen. Und lasse die Lieferung an einer Abholstelle in den Schluchten zurück. Sie transportieren die Vorräte dann mit dem Gleiter ab. Sie erwarten bald die nächste Lieferung. Mehr weiß ich nicht. Sehr gut. Ihr habt euch euer Leben verdient. Das genügt. Wenn ihr Ärger macht, komme ich zurück. Verstehe. Ich mache keinen Ärger. Komm, Isbeth. Lass uns verschwinden. Sehr gut, okay. Unseren Plänen steht jetzt nichts im Weg. Vielleicht hätte ich sie doch töten sollen. Alle Beweise von meiner Existenz vernichten sollen. Na komm, wir müssen nicht immer und immer wieder alle töten. Das ist, glaube ich, schon ein bisschen heftig. Habe ich dort einen Gleiter, einen Schnellreisepunkt aktiviert? Oh, okay, dann schneide ich hier. Dann sehen wir uns gleich wieder hier bei Mos Anek. Ich habe diese Nachricht für euch aufgezeichnet. Lustig, ich weiß nicht mal euren Namen. Ihr habt mittlerweile mit Milosch geredet. Ich hoffe, er hat euch gegeben, was ihr braucht, um das Dorf zu finden. Denn ich habe alles getan, was ich kann.
Ich habe sogar alles, was ich über das Netzwerk des Adlers weiß, an den Geheimdienst geschickt. Doch nun muss ich fort, da ich genau weiß, wie das hier endet. Sobald die Geisterzelle neutralisiert ist, nehmt ihr mich in Haft. Ich kann mich nicht in ein Leben unter Folter fügen. Ich werde mich weiterhin dem Imperium widersetzen. Vielleicht schließe ich mich der Republik an. Mal sehen. Wie auch immer. Zerstört das Dorf. Tötet den alten Herrn. Sie gehören nicht zum Widerstand. Sie sind einfach nur böse. Ich habe auch Sachen in die Luft gejagt, aber ich werde deswegen nicht gleich selbstgerecht. Aber egal, was nun? Jetzt sind wir einer weniger. Tja, ist ja besser so. Oder nicht? Ohne sie sind wir besser dran. Sie macht nur Ärger. Kapiert. Als nächstes schauen wir den Übergabepunkt an. Dann mal auf zur Terrorzelle. Ganz genau, Kalio. Du hast aufgepasst. Freut mich. Was haben wir denn hier? Neue Rüstung für sie? 54 ist das besser? Nur 54 Rüstung? Das ist natürlich langweilig. Ich glaube, da nehme ich dann doch lieber eine Planetenauszeichnung. Im Endeffekt wertvoller. Hui. Neues Level. So. Ich habe übrigens gar nicht Luftschlag bekommen. Ne, Orbitalschlag heißt die Fähigkeit. Die habe ich immer noch nicht bekommen. Ich habe dafür Splitterschuss bekommen. Der verursacht irgendwie ein bisschen Schaden. Und die Rüstung des Ziels 45 Sekunden lang um 20% wird reduziert. Ah, geil. Das müssen wir direkt nach Hinterhalt machen. Am besten mit Heckenschuss. Sehr geile Fähigkeit. Die müsste ich mir eigentlich wirklich hier hin tun. Moment mal. Die Fähigkeit tue ich mal hier weg. Auf die Null mache ich das mal. Hier auch auf die Null. Alles klar, geil. So. Erhöht die Energieregeneration um 1 pro Sekunde, solange du in Deckung bist. Das ist eigentlich ziemlich geil. Ich würde das, glaube ich, wirklich mal nehmen. Sich gut an. Geil, okay. So, wo ist das Ding? Ach, da hinten. Oh Gott. Meine Fresse, da müssen wir hier so lange laufen. Und wenn man so lange laufen muss, dann muss man so lange laufen. Das ist total doof. Wir können auch mal die Post durchgucken. Was habe ich denn hier? Ich habe doch hier von Söldner Max hier was Geiles bekommen. Habe ich noch gar nicht angeguckt. Hey Ameisi. Hier sind alles. Einziges die Nachricht. Ich schicke dir die Sachen dann, denn ich brauche sie nicht und kann es auch gern behalten. Bin gerade kein Abo, deswegen schicke ich sie dir einzeln. Hoffe, es ist nicht schlimm und hoffe, es gefällt dir. Wenn ich dir helfen soll, ich bin Level 55 und immer für dich da. Liebe Grüße Max. Vielen Dank, Max. Der hat mir hier so ganz viele geile Sachen bekommen. Geschickt. Gefahrgutstiefel. Gefahrgutgamaschen. Gefahrgut Brustschutz, wie sieht der denn eigentlich bei mir aus? Sieht schon nicht schlecht aus, sieht eigentlich schon ganz geil aus, aber ich habe halt die Modifikation nicht. Hier hebe ich mir auf die Rüstung auf jeden Fall. Gefahrgut hell. Und von Phylos, hi Ameisenkönig, falls du mal was brauchst, schreib mich an. Und geringeres Medipack, sehr geil. Benutze ich zwar gar nicht, aber danke, trotzdem. So, alles klar. Dann auf zur Höhle. Ne, war das eine Höhle? Abholstelle auf jeden Fall. Dort, wo dieser Händler die Geisterzelle immer damit versorgt. Ich wette, die Geisterzelle ist irgendwo hier im Dünenmeer. Mit Sicherheit. Ins Dünenmeer müssen wir auf jeden Fall. Deswegen wird es wahrscheinlich auch da sein. Weil ich denke nicht, dass wir jetzt die Terrorzelle ausschalten vor dem Dünenmeer und dann irgendwie noch ins Dünenmeer müssen. Hey, wir haben zwar den alten Herrn jetzt besiegt, aber wir müssen nochmal ins Dünenmeer. Wir müssen jetzt doch ins Dünenmeer. Okay. Nee, das glaube ich nicht. Ich wette, die Abholstelle ist jetzt hier und dann ist das Dünenmeer dort hinten, weil eben aus dem Dünenmeer hier vom Händler ihre Sachen dann holen. Aber die Welt ist ja einfach viel, viel zu klein, als dass man irgendwie nicht checken sollte, wo man ist. Die hat ja irgendwie gesagt, dass die... Was ist das denn hier? Ach, du Scheiße. Dass die Terrorzelle ihre Leute halt hier irgendwo entführt. Diese haben möchte und deswegen denen irgendwie die Augen verbindet, damit die nicht wissen, wo dieses Dorf ist, wo die dann trainieren. Aber das ist mir viel zu vage, die Beschreibung. Mit Sicherheit wissen die, wo das ist alles. Ich meine, wie doof muss man sein, um nicht zu checken, wo man hier ist? Tatooine ist gar nicht so groß, hier im Spiel meine ich. Natürlich nur. Deswegen, ja. So, wird die Karte aktualisiert? Ja, so gut. Alles klar. Jo. Naja, aber ich laber natürlich wieder nur Scheiße, deswegen ist alles, glaube ich, alles okay. Wir machen auch eben hier das mit der Abholzelle. Ne, Abholzelle sage ich schon. Abholstelle. Ich bin so durch. Abholzelle. Keine Terroristenzelle, ihr seid eine Abholzelle. Ja, wir sind alles Lieferboys. Ach so, gut, wir müssen sogar noch hier komplett ins Dünenmeer. Ja, okay. Das habe ich nicht gesehen. Die Abholstelle ist sogar im Dünenmeer. Ja, dann ist das ja klar, dass die im Dünenmeer sind. Wir sind eben ganz kurz hier im Dünenmeer, keine Sorge.
dauert, glaube ich, nicht so lange. Ich weiß aber auch gar nicht, was wir jetzt da machen werden. Ob wir da irgendwie jetzt überrascht werden von denen oder ob da wieder ein neues Ding steht. Also, ob der gerade da was hingeliefert hat und wir da einfach irgendwie einen Sender reintun, der uns dann verrät, wo die sich aufhalten. Das wäre natürlich sehr geil für Überraschungseffekt. Aber die müssen natürlich wissen, dass wir da sind. Ich meine, die haben uns ja schon attackiert. Und dass es fehlgeschlagen ist, das Attentat, wird, denke ich mal, auch bekannt sein. Sonst hätten die ja von denen gehört, die wir getötet haben, ne? Diese eine Olle, die sich als Caesar Hawkins verkleidet hat, sage ich mal, nicht verkleidet. Ausgegeben hat. Verkleidet, da braucht man Kleidung zu, die hat aber ein Hologramm benutzt dafür. Finde ich schon heftig, dass man ein Hologramm dafür benutzen kann. Man muss ja irgendwie... ich meine, wenn man jetzt hier so einen Charakter hat, so ein Charaktermodell und sich in einen anderen reinstellt, dann sieht man natürlich, wo jemand dicker ist oder das Gesicht größer ist oder rausgeht, mehr Masse hat, ne? Eigentlich dürfte das gar nicht gehen mit einem Hologramm. Bei unserem Druiden hat das gegangen, aber das funktioniert, weil unser Druide mehr Masse hat als wir. Wir waren sozusagen im Druiden drinne, in dem Holo-Modell. Aber ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, wie das funktionieren soll mit Mensch zu Mensch. Da muss der Mensch ja irgendwie größer sein, irgendwie so skaliert, wisst ihr? So abnormal skaliert, damit er einfach Masse hat. Mehr Masse hat und größer ist gleichzeitig oder einfach nur in die Breite gezogen. Keine Ahnung. So eine Art auf jeden Fall. Das würde vielleicht gehen. Oh, das ist so gut bewacht hier. Ich glaube, ich spinne. Was sind das für Typen? Exchange-Verteidiger. Junge. Das lasse ich mir nicht bieten, ey. Jawohl, geil. Es funktioniert sogar. Oh Mann, so gut. Alles klar. Ich brauche gar keine Tarnung. Ich bin auch so schon verdeckter Ermittler. Ach, jetzt soll ich mich in der Frachtkiste verstecken. Das ist jetzt super geil. Oh Mann. Tja, hier liegt immer noch Zeug. Wahrscheinlich hat die Geisterzelle ihre Lieferung noch nicht abgeholt. Alles klar, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder ganz einfach, wenn wir uns in der Frachtkiste verstecken. Ich bin Ameisenkönig, wir spielen Star Wars The Old Republic. Bis dann, ciao.